La Billy 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 Bum. 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 Wolle, was hat dich dazu bewegt, ein Strongman-Athlet zu werden und wann hat das alles begonnen bei dir? Also am Anfang war ich Powerlifter, Kraft-3-Kämpfer und habe mit 13 meinen ersten Wettkampf gemacht. Und es ist halt so gewesen, im Powerlifting habe ich meine Titel gewonnen, Europameister, Weltcup-Sieger, 6-mal Staatsmeister und so weiter, ein paar andere Titel noch. Aber der stärkste Sport der Welt, der Sport vom stärksten Mann der Welt ist einfach der Strongman-Sport. Und ich wollte immer stark sein und der stärkste sein, der stärkste Mann Österreichs, der stärkste Mann Tirols der Welt und so weiter. Und so bin ich zum Strongman-Sport gekommen. My mother went away for a month-long trip. Hunt some friends on an ocean liner ship. She made a big mistake by leaving me home. I had to roam, so then picked up the phone. Dial up to see what was going down. Und es ist ja immer wieder im Fernsehen, früher war es DSF. Heute ist Eurosport. Dann hat man mal angefangen trainieren das ein bisschen und bin ich 2009 das erste Mal bei der Austrian Giants Qualifikation antreten. Und die Platzierung weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich habe die Qualifikation auf jeden Fall geschafft und bin so das erste Mal im Finale gestanden. Da war ich noch 2009. Nein, stärkster Mann Österreich. He was on a quest, Ali laid in her back so he could get rest. Drove down the road for 2 days and a half. The sun had just risen on a dusty path. Just then a figure had caught my eye. A man with a sombrero who was 4 feet high. I pulled over to ask where he was at. His index finger, he tipped up his hat. El Segundo, he said, my name is Pedro. If you need directions, I'll tell you pronto. Need a civilization. Wie bereitest du auf so einen Strongman-Wettkampf vor? Wie schaut das aus? Also genaue Vorbereitung für einen Wettkampf ist total schwierig, weil jeder Promoter für einen Wettkampf kann sich die Bewerber selber aussuchen. Du warst es vielleicht 4 Wochen davor so im Schnitt. Und da ist es natürlich schwierig, direkt auf das zu trainieren. Man macht halt Bewerbstraining, Kugeln, was es alles gibt. Was sicher viele interessiert, wie genau unterscheidet sich ein Training von einem Strongman, zum Beispiel von einem Bodybuilder? Es ist einfach so, ein Strongman braucht in erster Linie Kraft, Kondition. Es ist bei einem Strongman nicht wichtig, definierte, schöne Muskelmasse zu haben, Symmetrie und so weiter. Bei uns geht es nicht um Optik, um eine Bewertung der Optik, sondern bei uns geht es einfach um Schnelligkeit, um Kraft. Und beim Bodybuilder geht es einfach um das, dass er möglichst symmetrisch und gut auf der Bühne ausschauen muss. Und insofern trainiert man einfach so. Wir trainieren Kraft und Ausdauer und der Bodybuilder trainiert eben nur die Optik. Das hat noch damit zu tun, dass der Bodybuilder jetzt öfter mehrere Wiederholungen trainiert beim Training, teilweise bis 25 Wiederholungen, was sie oft haben. Das machen wir im Normalfall nicht. Wir sind so um die 6 Wiederholungen, wenn es ganz viel ist, so 12 Wiederholungen. Aber das ist eh schon noch nicht mehr im normalen Bereich. As I started the motor, Ali said, damn, Tim, what you drive so far for? When he said, why, I said, we gotta go. Cause I left my wallet in El Segundo. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. Gerade vor kurzem wurde ja durch Martin Wildauer der österreichische Strongman-Verband, der ASF, also Austrian Strongman Federation, gegründet. Aus deiner Sicht, was glaubst du, verändert das für dich und generell den Strongman-Sport in Österreich? Ja, der Martin hat super Ziele. Einfach dem Sport in Österreich und auch in Deutschland medial weiterzubringen. Er ist stärkster Mann der Welt geworden 2014. Also er hat die Qualifikation für das alles. Er hat mit seinem Team eine Webseite gemacht. Er hat da viel Herzblut reingesteckt und durch das erwarte ich mir einfach mehr mediales Interesse. Man hat jetzt, also jeder Athlet hat jetzt die Chance, dass er sich für die Strongman Champions League oder für die Giants Live qualifizieren kann, wo es davor die Möglichkeit eigentlich nicht so wirklich gegeben war, obwohl wir einige gute Athleten hätten, die auch Potenzial dafür hätten.
für Champions League und so weiter. Neben dem Martin natürlich, also der Martin auch, ist eh klar. Und da, glaube ich, wird sich jetzt einiges ändern. Es wird die Strongman Champions League das erste Mal nach Österreich kommen, dank Martin. Das ist schon mal schon super, weil die stärksten Männer der Welt, die stärkste Liga der Welt, ist in Tirol am 12. September. Einen Tag davor, am 11. September, gibt es den stärksten Mann Österreichs. Und da wird noch entschieden, wer bei der Strongman Champions League Austria starten kann. Und sowas hat es jetzt davor noch nie gegeben. Und deswegen sage ich, also der Martin wird das alles in die Richtung lenken, mit dem Verband, als Verbandobmann quasi, dass jeder dieselben Chancen hat und dass jeder die Chance hat, einfach weiterzukommen. Ob das jetzt medial ist, für Sponsorensuche oder ob das jetzt einfach in der Karriere als Sportler selber ist, dass er sich international qualifizieren kann für die ganz großen Sachen. Und das ist super, das hat es davor nicht gegeben, der Martin hat das gemacht. Und für das gibt es eigentlich nur zu sagen, Gratulation für das. Und meine Unterstützung hat er jederzeit, immer. Wallet in El Segundo, left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. My mother went away for a month long trip. Hun, some friends on an ocean liner ship. She made a big mistake by leaving me home. I had to roam, so then picked up the phone. Dial Ali up to see what was going down. Told him I pick him up so we could drive around. Took the dog. Generell, der Strongman Sport wird unter anderem durch die Verbandsgründung und durch eine mediale Verbreitung, auch unter anderem über unsere Plattform, immer präsenter. Wie interessant ist es für Sponsoren und wie wichtig sind für einen Athleten die Sponsoren? Also für einen Athleten sind Sponsoren sehr wichtig. Also ich rede jetzt mal von mir. Ich habe einige Sponsoren, so wie Bodycult, MB Racing und so weiter, SSB Products. Für mich sind die Sponsoren extrem wichtig, weil man hat einfach Auslagen. Man fährt zu Wettkämpfen hin, man hat Diesel, was man braucht Equipment, man braucht die Trainingsgeräte. Das ist alles ziemlich teuer. Und wenn du selber arbeiten gehen musst und Familie hast, du musst alle ernähren und so weiter, ist einfach finanziell nicht machbar. Und dann sollst du aber nur Leistungen bringen oder Bestleistungen bringen und international starten. Also ohne Sponsoren ist es eigentlich so gut wie unmöglich. Aber es ist in Firmen wirklich wärmstens zu empfehlen, dass sie bald einmal auf den Zug aufspringen, weil der Strongman-Sport, der wird in Österreich, in Europa, der wird immer berühmter, der wird immer präsenter. Wenn man schaut, in Deutschland ist er eh schon präsenter als bei uns, also muss ich sagen, weil wir sind auf der internationalen deutschen Meisterschaft gestartet, in der Nähe am Chiemsee, in der Nähe vom Chiemsee, und ich glaube, da waren in dem Stadion waren, glaube ich, 3.000, 4.000 Leute oder so. Das war vom Heinz Ohles organisiert und der hat das hammermäßig gemacht. Wildauer Martin wird das genau auch so machen. Und die Zuschauerzahlen werden da im Verhältnis zu dem, was sie jetzt gewesen sind, da schon explodieren. Dann haben wir aber noch Eurosport, ORF Plus, Sport Österreich und so weiter. Die größte Sportplattform überhaupt in Österreich. Ist aber auch noch länderübergreifend, oder? Weil wir haben ja Deutschland auch und so weiter. Das ist ja nicht so in Österreich. Und ich sage, ich glaube, es ist auch interessant für Firmen, die was expandieren wollen, dass man das länderübergreifend alles macht. Und da, glaube ich, ist eben Strongman super, weil wir haben internationale Wettkämpfe. Wir sind in Deutschland unterwegs, wir sind in Österreich unterwegs, also ich auch. Und noch überall mehr. Und das geht ja teilweise bis Malaysia, wenn man will, auch Martin anschaut, oder? I gotta get it, I got to get it. My mother went away for a month long trip. Hun, some friends on an ocean liner ship. She made a big mistake by leaving me home. I had to roam, so then picked up the phone. Dial Ali up to see what was going down. Told him I'd pick him up so we could drive around. Took the Dodge Dart, a 74. My mother left the yard, but I needed one more. Shahid had me covered with 100 greenbacks. So we left Brooklyn and we made big tracks. Drove down the belt, got on the conduit. Came to a toll where paid. Es war jetzt genau der Zeitpunkt, wo es interessant ist für Sponsoren. Das ist. Also, ich als Firmenbesitzer würde es jetzt machen. Hun, some friends on an ocean liner ship. She made a big mistake by leaving me home. I had to roam, so then picked up the phone.
was sind für 2015 so deine sportlichen Ziele, deine Ambitionen, was erwartest du von dir und welche Projekte hast du sonst noch geplant? Also im Strongman-Bereich ist es einmal ganz sicher so, 11. September, Austrian Strongest Man, da unter die Top 3 zu sein, damit am Tag später ich bei der SCL, bei den stärksten Männern der Welt, bei der stärksten Liga der Welt starten darf. Also, dass ich mich für das qualifiziere. Das ist im Strongman-Bereich mein einziger Fokus, was ich jetzt das Jahr habe. Aber es gibt noch andere Projekte. Es gibt ein Filmprojekt, Martial Arts, weil ich habe ja ein bisschen Martial Arts auch gemacht früher und habe jetzt wieder mit Graf Maga angefangen, mit Master Ado Dulas, ist ein guter Freund von mir. Und mit dem mache ich einen Martial Arts Film eben. Er ist auch Hall of Famer und in der Hall of Honor, also das ist nicht irgendwer. El Segundo, he said, my name is Pedro. If you need directions, I'll tell you pronto. Need a civilization, some sort of reservation. He said, I'm out south, there's a fast food station. Thanks, senor, as I started the motor, Ali said. Damn, Tim, what you drive so far for? When he said, why, I said, why? Und der Bambi-Killer, der Chris Raber, Profi-Wrestler, 7-mal Weltmeister und auf 4 Kontinente, hat es noch nie gegeben. Ist ein Österreicher, für alle, die ihn nicht kennen. Also, das ist ein Freund von mir und ich habe bei ihm einmal ein Training gemacht, Wrestling. Wrestling taugt mir voll. So, ich bin damit aufgewachsen. Hulk Hogan war mein großes Idol unter Arnold Schwarzenegger. Ja. Wo gehst du hin? Da gehst du ins Training, da kommst du ins Wrestling. Und durch den Bambi ist es eben so, dass die Möglichkeit bestünde, dass er mich trainieren würde. Und da kommen wir wieder auf die Sponsoren und so weiter zurück. Also wenn das mit den Sponsoren alles passt, dann kann ich auch auf Leoben fahren zu ihm ins Catch Wrestling Dojo. Für jeden, der was Wrestling machen will, nochmal hinschauen. Sein super Leute, was da rauskommen, Max und so weiter. Came to a toll, we paid and went through it. Had no destination, we was on a quest. Ali laid in our back so he could get rest. Drove down the road for 2 days and a half. The sun had just risen on a dusty path. Just then a figure had caught my eye. A mirror for sombrero who was 4 feet. Wenn man etwas will, dann kann man das schaffen. Man kann auch 3 Ziele fokussieren. Man muss nicht gleich eins haben. Und so einfach ist das. Und so mache ich weiter. Und so werde ich meine Erfolge haben. Und da bin ich ganz sicher. La Millie Billy Billy Bum. La Millie Billy Billy Bum.